Moin meine geilen Schnittchen, heute gibt es eine besondere Folge von Wer bietet mehr? Heute gibt es ein Triple Threat Match, ja, zwischen Peter, Sebastian und Christian. Und wir machen das diesmal wie folgt, ja, jeder muss quasi im Einzelnen spielen, ohne seinen Teammate. Darf natürlich trotzdem wieder wie immer tippen und wenn man sich vertut, ja, wenn man sich überschätzt mit seinem Wissen, dann bekommt nicht quasi das Gegnerteam die vollen Punkte, sondern wir teilen das halt auf. Wir halbieren quasi den Tipp und dann kriegen die anderen beiden dann dementsprechend die Hälfte davon. Mhm. Man mehr angehalten wird, selber zu probieren, weil man nicht so gut absnacken kann. Richtig. Genau. Ja. Okay. Wie ist das bei ungeraden Zahlen? Wird dann auf- oder abgerundet? Dann wird abgerundet. Okay. Gut, fangen wir mal an. Erste Kategorie ist Anzahl der Mobiltelefonanschlüsse in den führenden Ländern im Jahre 2017. Was? Was ist ein Mobiltelefonanschluss? Also ja, wie viele Handy. Mobiltelefone? Moment, ja, aber also geht es da tatsächlich darum, wie viele Handys es gibt? Anschlüsse in den führenden Ländern, ja. Ja, wie viele Handyanschlüsse es gibt, wie viele Verträge oder wie auch immer man das nennen möchte. Die 20 nur? Ja, es gibt nur 20. Die also 20 es gibt Länder mit den meisten Mobiltelefonanschlüssen. Genau. Oh, das ist schwer. Das habe ich verstanden, aber das ist ganz schön schwer. Dann läuft eure Zeit. Bleiben wir alle jetzt in dem... Nee, ich hab's doch rausgeschmissen. Dann kannst du, wenn ich dabei bin, kannst du ja reden, wenn du willst. Also ich denke mal, China ist da ganz vorne mit dabei. Haben die da nicht irgendwie 30 Handys oder so? Alleine schon von der Anzahl der Menschen, die da halt sind. Das ist eigentlich, glaube ich, ein ganz guter Indikator. Sein. Also USA ist bestimmt auch mit dabei. Was sind denn so die größten Länder der Erde? China. Hier hatten wir eben noch. Das ist gut, ne? Meinst du eigentlich, für Donald Trump ist Indien einer der Shithole-Countries? Das würde mich halt echt mal interessieren. Naja, da wird ja alles von ihm hergestellt, ne? Wahrscheinlich. Obwohl, nee. Er will also, ja, dass also, alles ja. In Amerika hergestellt. Alter, der hat ja letztens echt getwittert. Jetzt ist es super kalt überall. Wo bleibt die globale Erwärmung? Ich mir dachte, nicht sein fucking Ernst. Mann. So, Detuschland ist doch bestimmt dabei. Okay, 4 Minuten hast du noch. Gut. Channel switched. Und wie läuft's? Also, ich bin am Überlegen, zu sagen, ich überlege einfach, welche Länder die meisten Bewohner haben, weil selbst wenn du Länder nimmst, wie China beispielsweise, die extrem viele Bewohner haben, wahrscheinlich die meisten sogar, und du dann überlegst, ja, haben die Handys oder nicht? Ja, auch wenn das Internet da aus unserer Perspektive ja, die Hälfte davon ist ja gesperrt, aber trotzdem haben die dafür ja wieder ihre eigenen Anbieter. Also die haben ja auch Handys. Ja, also, ich verstehe das. Deswegen würde ich einfach die Länder nehmen mit der höchsten Einwohnerzahl eigentlich. Ist jetzt nicht das Dümmste, wenn du da die 20 aufzählen kannst, bist du wahrscheinlich gar nicht so schlecht dabei. Könnte ich mir vorstellen, keine Ahnung. So. Weißt du, ich kenne mich da halt nicht aus mit den Einwohnerzahlen der Leute. Ja, auch nicht. Länder. Ich habe halt nur Vermutungen. Auf 20 komme ich mit Sicherheit nicht, aber keine Ahnung, irgendwie. Ja, du brauchst ja erstmal eine kleine Leistung. Wobei dann auch wieder so eine Frage: Russland hat, glaube ich, viele Einwohner, aber dann weiß ich wiederum nicht, hat Russland viele Handys? Das ist jetzt schon wieder so eine Sache. Das weiß ich jetzt natürlich. Zumindest werden sie abgehört. Ja, das okay, stimmt. Ich gehe mal weiter. Du hast noch 2 Minuten 40. Das ist nicht so viel, okay. Channel switched. Und wie läuft's bei dir? Ich bin hart am struggeln. Ich habe jetzt mehr oder weniger alle großen Länder durch. Aber mir fällt jetzt nicht ein, welche Länder noch so groß sind. Weil es gibt ja hauptsächlich, also heutzutage gibt es ja ein Handy für ein Apfel und ein Ei. Und selbst in so Ländern wie China, Brasilien hat auch jeder doof ein Handy. Ich weiß nur nicht, wie groß die Länder alle sind, also welche dann nachher kommen. Weißt du, sowas wie Frankreich ist zwar groß, aber es gibt bestimmt auch irgendein Bumsland irgendwo am Arsch der Welt, so Pakistan oder so. Ich weiß nicht, wie viele Leute in Pakistan wohnen.
dann bestimmt auch viele ein Handy mittlerweile. Pakistan hat wahrscheinlich auch ein besseres Handynetz als wir. Ja, also weißt du, so in die Richtung. Das ist ja alles so. Südkorea wird bestimmt auch ganz gut dabei sein. Und ja, ich verstehe deine Herangehensweise. Weißt du, ganz viele Handyhersteller kommen aus China, aus Südkorea, ja. Was noch 1,20? Was gibt's denn noch für Länder? Channel switched. Ah, schön. Schon durch? Das Problem ist einfach, ich habe jetzt, bin jetzt erstmal große Länder durchgegangen, ja? Und das Ding ist, die müssen ja im Endeffekt auch einen technologischen Standard haben. Deswegen frage ich mich zum Beispiel gerade, beziehungsweise habe ich mich eben gefragt, wie ist es mit Ländern so komplett Afrika? Weißt du? Ja. Da gibt es zwar hin und wieder ein großes Land, aber also... Ja, keine Ahnung, selbst der Kongo wird ein besseres Handynetz haben als Deutschland. Ja, aber geht es ja nicht immer unbedingt um das Handynetz, es geht ja auch um die Bezahlbarkeit und so weiter. Ja, das stimmt auch wieder. Deswegen, ich bin jetzt erstmal so technologische Länder durchgegangen. Oh, 20 Sekunden noch, dann ziehe ich die Leute. Zum Beispiel, eins der besten Netze, auch von den Kosten her, zum Beispiel Schweden, weißt du? Oder überhaupt so die nordischen Länder. Das Problem ist, wie bevölkerungsreich sind die? Weil es sind ja nur 20 der Welt. Also. Ja. Das ist, glaube ich, nicht so leicht. So. Zeit ist um. Nice. User was moved to your channel. Nur noch gerade mal 6 Minuten. Scheiße. Oh je. Boah, das war schwer. Ist die Zeit vorbei, nehme ich an? Ja. Okay. Kannst du ausgehen. Man durfte 2 falsche sagen, ne? Ja. Und beim dritten war raus. Okay. So, wir machen kurz mal, wer anfangen darf zu tippen. Ich meine, jeder ist einmal dran bei 3 Kategorien, aber ich gucke mal, wer als erstes dran ist, damit hier keiner beleidigt ist. Die 2. Das heißt, Sepp 13, darf anfangen mit 14. seinem ersten Tipp und danach gehen wir reihum. Das heißt, dann ist Chris, dann ist Pete dran. Okay. Ja, ich fange einfach mal mit 6 Stück an. Jan? 7. Peter? 9. Ihr müsst bedenken, dass jetzt zum Beispiel Sepp sagen, Sepp kann raus. Ich würde sagen, Sepp kann jetzt raus sein, theoretisch, wenn genau, und Christian kann trotzdem noch sagen. Dann kann Christian noch weiter höher gehen. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Okay. Ja, wir sind ja, das ist ja wie Versteiger mit Monopoly. Genau. Also, wir sind ja genau. Sag 10. Also. Okay, damit bin ich raus. 9 war mein Maximum. Nein, das ist gut zu wissen, Peter. Du bist ja gar nicht dran mit bieten. Ja, nee, ich weiß. Ja, das vielleicht sagt Peter das ja auch nur. Peter ist gleich erst dran mit dem Raussein. Gehe ich jetzt auf 11? Also nur weil er das jetzt gesagt hat, zählt er doch nicht. Du bist nicht an der Reihe. Ja, komm, 11. Ja, ich will nicht einfach hier rum. Oh, Christian sagt... Bist du bei 11 raus, Peter? Ja, ich war schon bei 9 raus. 20. Kein Problem. Ja. Also mein Limit war auch 9. 10 hätte ich mir noch zugetraut, aber da wäre ich... Huren. Boah, Alter, 11 ist schon... Was hat er gesagt, Christian? Also ich habe 12 da stehen und ich bin mir bei 3 sehr unsicher. Also, nee. Mach mal, Christian. Ich hab 12 da stehen. Okay. Haben wir die gleichen Länder stehen? Da stehen. Und du hast 11 gesagt? Was ist das denn? Ja, ich muss mir gleich noch eins überlegen. 11 ist der Tipp von Christian. Das ist mehr als die Hälfte. Das ist schon nicht so schlecht. Also, bin ich mal gespannt, was da jetzt rumkommt. Fang mal an. Pass auf, ich hab mir am Anfang, so. Am Anfang hab ich mir überlegt, nimmst du einfach die größten Länder der Erde, ja? Hab ich mir auch überlegt. Ja. Das ist ja rising as fuck, deswegen fange ich mal an mit China. Da will mich auch das ist übrigens lustig, alle von euch sind gleich rangegangen von wegen, oh, was ist das bevölkerungsstärkste Land? Nehmen wir das doch mal. China. Das ist auf Platz 1. Okay. Dann würde ich, da habe ich mir aufgeschrieben, die Vereinigten Staaten von Amerika. USA! US und A. US und A ist natürlich auch dabei, weil, naja, selbst wir Handyverträge davon haben. Leute, die sind auf Platz 4, okay. Alter Vater. Ja, aber es gibt ja noch, also zumal alleine von der Bevölkerung größer, aber ich glaube, Donald Trump würde es als Shithole-Country bezeichnen. Da habe ich Jay eben schon mal gefragt.
also, da wird ja auch sehr viel hergestellt. Was denn mit Indien? Hätte ich auch gezählt. Weil wir haben ja festgestellt, die haben 1,3 Milliarden Menschen, die haben bestimmt eine Menge Handys. Indien oh, jetzt sag nicht, ist das da unten. Dabei. Ach so, ich dachte gerade schon so. Das wäre jetzt krass gewesen. Hey, nur mal irgendwie. Ja, ich muss das echt ausblenden, ey. Dass wir das nicht sehen, wo ich da reinklicke okay. schon. Ey, das macht mich nervös. Nächstes großes Land wäre Russland. Russland? Da wirklich war Russland ich mir und schon nicht die so sicher. Union, ja? Ja, reicht ja, wenn irgendwie ein Drittel ja, von denen oder so dabei ist. Die haben bestimmt viele Handys. Mütterchen Russland ist natürlich dabei. Ja, nice. Krass. Oh, sechs oder sieben krass. Stück noch. Ja, dann war ich mir nicht mehr so sicher. Dann hab ich mir überlegt, so Europa hat bestimmt auch schöne Länder. Und welches ist das schönste Land in Europa? Ist natürlich Deutschland. Ja. Komm, Platz 20. Wo schlägst du das Handynetz der Welt? Ja, aber wir haben trotzdem viel. Also alleine ich. Ich habe alleine in der Schublade habe ich vier Handys liegen. Ja, genau. Aber gut, das ist halt nur. Aber wie viele Anschlüsse du hast? Ah ja, scheiße, ich habe nur einen Anschluss. Oh, damn it. Platz 20, komm, Deutschland. Ey. Ist auf Platz 15. Loh. Ja, sehr gut. Ja, jetzt fange ich auch an, euch zu verarschen und klicke hier einfach schon mal da, wo ich das Kreuz hinsetzen würde. Wieso freust du dich selbst? Christian ist gerade am Gewinnen. Nee, weil Deutschland, finde ich, war ich schon am struggeln mit den. Egal, erkläre ich später. Will keinen Tipp sechs geben. Sechs Stück noch. Jetzt hatte ich mir. Ich war ja in Europa unterwegs. Da habe ich mir überlegt, die nordischen Länder haben ja alle super Handynetz, aber. Und die sind auch alle günstig, aber die haben halt nicht so viele Menschen. Deswegen habe ich mir schon wieder überlegt, welches Land hat viele Menschen. Deswegen würde ich vielleicht in Europa dann noch Frankreich dabei nehmen. Also ich sag Frankreich. Komm, Frankreich. Frankreich nicht. Schön, dass uns Le Mobile da Telefon ist Reise mit uns. Nicht dabei. Das was? Oh, deshalb habe ich mich gefreut, dass Deutschland so tief unten ist, weil dann ist Frankreich bestimmt nicht dabei. Hey, Frankreich war bei mir auch ein Wackelkandidat, muss ich ehrlich sagen. Hab ich auch. Okay, dann. Oh Gott. Dann versuchen wir noch einen, den ich eher dabei sehe. Japan. Japan. Technisch, glaube ich, vor allem in der Unterhaltungsbranche, glaube ich, mit das versierteste Land, was es so gibt. Auch technologisch ziemlich gut dabei. Deswegen natürlich auf Platz 7. Mit dabei. Fünf Stück noch. Die Frage, nimmt man da alle? Wenn alle Länder da drin sind, sehe ich da zum Beispiel auch Großbritannien. So heißt das Land ja. Also nicht, ja, also nicht nur England. So heißt das Land ja. Es heißt nicht England, es heißt Großbritannien. Ja. Und deswegen ist es natürlich auch dabei. Auf Platz 20. Was? Oh, krass. Aber das hatte ich nicht dabei. Das hatte ich auch dabei, aber eher als sichereren Kandidaten. Vier Stück noch. Durfte ich mir zwei Kreuze erlauben oder ist beim zweiten Kreuz Schluss? Nee, du darfst dir noch zwei. Ein Kreuzchen erlauben. Weil welches Land halt auch groß ist, habe ich mir gedacht, ist Brasilien. Brasilien? Aber bestimmt dabei. Das habe ich auch gehabt. Telefonieren oder alle, während die alle am Roller sind. Das war Indien. Kann die Brasilien? Ja, Brasilien bestimmt auch. Brasilien, ja, Brasilien die hast du immer nur Drive-By. Das stimmt. Komm, aber mit dem Handy am Steuer. Dabei, auf Platz 5. Platz 5. Oh, irgendeins fehlt noch, ich wüsste aber jetzt gerade gar nicht. Ich muss mal eben die Länder wegstreichen, die ich schon gesagt habe. Aber wird aber trotzdem eng, Peter, ne? Aber drei. Drei Stück noch. Von 11 Tipps, ey, also schon starke Leistung aktuell. Großbritannien. Ich finde Europa so. Ja, das Blöde ist, ich habe ja nicht so viele aufgeschrieben. Türkei! Haben wir noch aufgeschrieben. Okay. Hätte ich jetzt auch nicht. Viele aber die rennen da alle mit dem Handy rum, das stimmt schon. Ja, da mit Handy kannst du auch gut Bomben loslegen lassen und so. Aber die fliegen dann wieder raus, die Anschlüsse. Joke. Das hat Peter gebracht.
Nicht dabei. Zweites Kreuz. Damit musst du jetzt drei richtige Tipps haben. Das ist scheiße. Damit musst du jetzt drei richtige Tipps haben. Problem ist, dass Europa da so extrem schlecht vertreten ist. Ich glaube, heute Abend mache ich mir... Was ist denn mit Tacos oder Südkorea? Was machst du dir heute? Also Südkorea, okay, aber Peter, was machst du dir heute? Alles Tacos. Gut. Was sind denn Tacos? Tacos! Ja, Tacos. Ach, Tacos. Oder? Okay. Oder hast du wirklich Tacos gesaght? Nee, ich hab Tacos gesagt. Ich hab das nicht verstanden akustisch. Okay. Also, Südkorea ist... Platz 3. Komm. Nicht dabei. Drittes Kreuz. Was? Damit bekommen. Was? Peter, ich wollte einen Tipp geben mit Tacos. Ich dachte, ja, Mexiko ist vielleicht dabei. Mexiko. Mexiko ist safe dabei, weil das ja der größte Kreuz ist. Ich hatte als Wackelkandidat. Also, ich hätte gedacht, Südkorea wäre safer. Ich hatte doch Italien aufgeschrieben. Mexiko. Italien war auch noch Wackelkandidat bei mir. Wie ist das Ding? Keine Ahnung. Der macht auf jeden Fall immer auch. Der ist auf jeden Fall ziemlich reich damit. Ja, richtig. Ist auf Platz 14 Mexiko jetzt zum Beispiel. Okay. Wir gehen also von unten an durch. Auf Platz 19 haben wir Italien. Wow, hätte ich lieber Italien als Südkorea gesagt. What the fuck? Auf Platz 18 haben wir den Iran. What? Alles klar. Auf Platz 17 haben wir Südafrika. Oh, passt doch. Auf Platz 16 haben wir Ägypten. Als ob. Auf Platz 13 die Philippinen. Aha! Es war so. Ich hab aufgeschrieben, weil wir die Fans schon bei einem anderen Quiz hatten. Es war so klar, dass so Bumsdinger dabei sind. Vietnam. Ja. Komm, ey. Auf Platz 11. Aber Südkorea nicht. Thailand. Auf Platz 10. Viele Einwohner. Ein Land, was auch Sepp hat. Anscheinend. Glaube ich. Pakistan. Hab ich auch! Nein, das ist wirklich dabei! Auf Platz 9. Was ich halt total krass finde. Ein afrikanisches Land. Mal. Ja, irgendwie so Ghana Europa. Oder sowas ist doch bestimmt dabei. Nigeria? Nigeria, ja. Das habe ich gerade erstmal in Nigeria so toll, dass man sagt, dann habe ich gerade erstmal googeln müssen. Da wohnen so viele Leute. Genau, da wohnen die bevölkerungsstärkste Land. Genau. Okay. Und die kriegen dafür ein Apfel und Ei Handy. Bei der 8 habe ich erstmal googeln müssen, ob da überhaupt ein Land ist, weil ich mir nicht sicher war, ob das vielleicht die Hauptstadt von der Türkei ist, Bangladesch. Auf Platz 3 Indonesien. Alter, krass. Gehen also, die denn so hart ab mit dem Handy Europa oder was? Hat da jeder. Da also im Endeffekt sind es einfach nur die bevölkerungsreichsten Länder mit Japan und so weiter als. Ja. Ich meine, Bangladesch, wie gerade guckt, die haben halt auch 160 Millionen Einwohner. Ja. Also sind halt schon viele. Krass. Aber es ist halt trotzdem krass, dass Europa da so. Wie viele haben denn Korea als Einwohner? Keine Ahnung. Achso. Ja, ich kann kurz googeln einfach. Krass. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Vor allem sowas wie der Iran. Die haben als Einwohner gerade mal 51 Millionen. Hm. Das heißt, wird das Italien wahrscheinlich deswegen und Deutschland sein. Sind die einzig europäischen Länder. Naja, noch Vereinigtes Königreich. UK. Die sind ja nicht mehr lange dabei. UK ist ja auch noch dabei, aber es ist ja trotzdem Europa und nicht EU. Das ist ja egal. Ja, wobei Vereinigtes Königreich bezeichnet ja aber auch direkt wieder mehrere Länder, weißt du? Das stimmt. Ja, gut. Alrighty, das war ja das schon war mal nicht schlecht. Schwierig. Es steht. Ja, aber Piet, 5 Punkte, Sepp, 5 Punkte, Christian, 0 Punkte. Wir gehen rüber zur Nummer 2. Da gibt es jetzt auch 30. Und da würde ich gerne von euch die Top 30 Länder der FIFA-Weltrangliste der Fußballnationalmannschaften der Männer. 20. Dezember 2018.
Ja, ist der Stichpunkt gewesen, wo das letzte Mal das quasi so ausgerechnet wurde. Oder wo es nachgeguckt wurde. Nee, das wird ja immer in so Zyklen aber aktualisiert. Es, ja, richtig, das wird nicht dauerhaft. Die spielen immer, ja nicht jeden Tag richtig, gegeneinander. Das letzte Länderspiel war halt kurz vor Weihnachten gewesen, glaube ich. Und ja. Deswegen, ihr habt 5 Minuten Zeit und Warte. Ja, dann geht's los. User was moved out of your channel. Jeder. Na? Da sehe ich mich, ne? Also, ein paar kann ich ja trotzdem aufschreiben. Ja, deswegen habe ich ja auch gefragt. Ja, der ist alles cool, Ich habe ja schon Punkte. Ich spiele, stehe ja schon über Christian. Ja, das vielleicht stimmt. Kann ich hier sogar noch mitmischen, wer weiß. Also, ja. Ich meine, so grundsätzlich weiß man ja, welche Länder so mit. Vorbei, so gut weiß ich das jetzt auch wieder nicht. Du musst halt einfach so ein bisschen so WM durchgehen oder sowas, können wir vorstellen. Ja, aber da war Italien beispielsweise schon nicht dabei, oder? Und das kann aber doch nicht sein. Italien muss ja, ich will dir keine Tipps geben. Ja. Bin ich nachher okay, Ärger. Ist okay. Ja, ist richtig. Gut, bestimmt. Oh Mann, ey. Ich wüsste gar nicht, wie viele ich aufzählen würde. Wieso denke ich gerade an Elfenbeinküste? Keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, warum du daran denkst, aber. Okay. Auf jeden Fall kam es mir gerade in den Kopf. Deutschland hat, glaube ich, mal vor 2-3 WMs damit gespielt. Gegengespielt. Okay. Ich fand die Idee so cool. Da musste ich mir vorstellen, wie so ganz viel Elfenbein an der Küste liegt. Wobei es eigentlich traurig, weil dafür dann wahrscheinlich irgendwelche Tiere sterben mussten. Sehr gut, Peter. Sehr gut. Ja. Ich gehe mal zu den Profis hier. Das geh mal schnell weg. Ja, hier aus. Ja. 30 kann man doch fast schon alle. Du redest mit dir selbst? Ja, ich dachte ja am Anfang, als ich guckte, aber. Komm hier rein, du redest. Da kann ich besser denken. Da kann ich besser denken. Wie geil. Also, wie gesagt, ich weiß, dass Belgien führt. Frankreich ist irgendwie Zweiter. Deutschland geht's nicht mehr so gut, aber die dürften ja immer noch unter den besten 30 sein. 30 ist halt krass. Ja. Da kannst du ja fast schon alle nicht WM, EM-Teilnehmer. Ja, alles, was so WM und EM ist, bist du schon, glaube ich, ganz gut dabei. Ich bin mir halt bei manchen zum Beispiel unsicher, wo die sind, aber das ist ja scheißegal. Weil Deutschland ist zum Beispiel, die werden ja unter den besten 30 sein, obwohl die wahrscheinlich hart abgeschissen sind. Ja, wir sind. Waren ja mal, vor der WM waren wir mal auf Platz 1, glaube ich, oder so. Scheiße, wen habe ich denn jetzt schon? England hatte ich ja schon. Oh Kacke, die habe ich zweimal aufgeschrieben. Also bisher habe ich 16. Ja, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Ja, ich muss da jetzt reinhauen. Hauptsache, du überpaced nicht. Ja, mal gucken, was die anderen so haben. Ich meine, wenn die anderen jetzt sagen, ich mache 10, dann kann ich ja zumindest 11 sein. Ja, dann kannst du natürlich, ja. Ich schaue jetzt nicht direkt hier 25 raus oder so, das muss ich ja noch nicht. Ja, das könnte auch hart werden. Nichtsdestotrotz, dass es eine Fußballfrage ist. Ja, das Problem ist, also ich würde halt ungern viel sagen, weil man sich ja auch echt blamieren kann. Ja, gut, komm. Nationalmannschaften ist halt immer so. Wenn du die europäischen Länder durchnimmst, also wirklich. Also Deutschland, Frankreich, Schweiz, Österreich, Portugal, Spanien, Schweden. Weißt du, dann bist du halt ja schon relativ safe dabei. Ja. 1,40 hast du noch. Channel switched. So, da ist der nächste Profi. Ah ja, hier. Genau, Kroatien. Wie viele hast du denn? Mir noch. Kroatien habe ich ganz vergessen aus Europa. Oh, ich habe ganz schön viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 habe ich jetzt. Das könnte interessant werden. Aber Kroatien hätte ich fast vergessen und die sind wichtig. Wichtig ist ja vor allem auch, wie sie bei der letzten WM auch abgeschnitten haben. Also Deutschland ist ja ganz schön runtergesegelt. Meinst du, die werden noch dabei? Die sind noch dabei, aber ich meine im Kopf zu haben, dass Dänemark Deutschland überholt hat wegen irgendeinem komischen Kladderadatsch. Deshalb Dänemark ist da so mein Geheimtipp. Bestimmt. Wir haben ja deinen Lieblingsspieler. Ja, das stimmt.
Mit Eriksen. Eriksen. aber ich tue mich noch sehr schwer, so asiatisch habe ich irgendwie nur Südkorea so ein bisschen als Wackelkandidat und Japan safe. Und sonst halt auch echt. Ich bin mir unsicher bei sowas wie Uruguay oder sowas. Boah, da weiß ich überhaupt gar nicht, was da noch so abgeht, aber. Vielleicht ist Mexiko auch nicht mehr so safe. Jedenfalls die Zeit jetzt um. Verdammt. Okay. Ich zieh euch dann gleich. Oh, jetzt. Channel switched. Zeit ist um. User was moved to your channel. Okay. User was moved to your channel. So. Schon um? Yep, die Zeit ist um. 5 Minuten geht schnell rum. Wenn man vor allem auch Ahnung davon hat, könnte ich mir vorstellen. Weil du dann aufschreibst. Und Christian, du bist als erstes dran mit deinem Tipp. Ja, da ich ja so also hinten liege, muss ich ja zumindest mit 6 anfangen. Ja, ist ein Argument. Hela. Dann sag ich mal 10. Oh! Oh. Ich gehe mit 12. Oh. Okay, Sepp nimmt 12. Christian? 13. Hela? 15. Oh, boah, das würde ich ja schon ganz gerne wissen, ey. Okay, aber es sind ja auch immer in 30 Ländern, ne? Also, geh mit 16. Ja. Das lässt sich Sepp nicht die Butter vom Brot nehmen. Christian? Ich habe alle 30, von daher. Dann tippt schon direkt 30. Nein, ich habe 16 gesagt. Ja, ja. Und habe 16. Im Nebensatz gesagt, ich habe alle 30. Ja, dann mach ich 20. Oh! Damit. Jetzt sind wir aus meiner ganzen Situation leider raus, muss ich sagen. Ich hatte 18 aufgeschrieben. Immerhin. Ja, immerhin. Also 18. Ich habe 21. Oh, jetzt wird hochgeboten. Jetzt wird's nice. Das ist der höchste Gebot, glaube ich, ever. 21 bei Sepp. Das sind schon so viel habe ich hier auf jeden Fall auch stehen. Du hast ja 30, hast du ja gesagt. Ja, 30 hab ich da stehen, aber bei 21 bin ich mir sicher. Christian? Bei 21. Oh. Oh, das ist tricky. Da kommen bestimmt... Wie viel hast du gesagt? 22? Mhm. Ich wollte eigentlich nur bis 21 gehen, also. Also, du hast jetzt die Chance, also ich meine, ich will euch da jetzt nicht irgendwie ins Gewissen reden. Könnt ihr mir vorstellen, dass zumachen, dort ja, die meisten also. Punkte für euch drin sind und die komm, ich mach 23. Komm, Jay hat mich reingebaitet. Ich möchte hier nicht reinbaiten, aber ich kann mir vorstellen, komm, 23. Dass man hier ganz gut Punkte snacken kann, wenn man das richtig macht. Aber natürlich bei 23 wären jetzt natürlich 11 Punkte für die Verlierergruppe, beziehungsweise auch nicht so schlecht, ne? Also 23, Christian, sagst du mehr? Das ist das Problem, ich habe 23 aufgeschrieben. Beziehungsweise bei 23 bin ich relativ sicher. Bei 24 müsste ich quasi on the fly überlegen, wer für mich noch dabei ist. Und seit Dezember ist ja auch eigentlich nichts mehr passiert. Das heißt, da waren ja quasi die letzten Spiele der... Ja, kurz davor. Ja. Wie viel sind wir? 23 oder 24? Selbst sagt 23. Ja, soll er mal machen. Alles klar, Sepp kriegt den Zuschlag. Oh, der mich reingebaitet, ey. 23. Nee, ich hab 23 aufgeschrieben, Stück. Wo ich mir dachte. Nee, Jay hat mich reingebaitet. Ich habe, weißt du das, ja. Also ich hab nur gesagt, da wirst du. Also, ich glaube nicht, dass ihr bei dem nächsten einfach 23 Tipps machen werdet. Das ist alles, was ich gesagt habe. Auch ein Peter. Das ist richtig. Das ist richtig. Ich sehe mich bei der Kategorie einfach ganz also, vorne. Also, Sepp, ich hoffe, du versagst. Ja, danke schön, Peter. Also, ich gehe einfach mal. Mit der besten Fußballnation EU-West Deutschland nicht. Deutschland. Also gehst du nicht war mit Deutschland? War die Nummer 1. Nee, ich gehe nicht mit Deutschland. Ist sie bei Weib nicht mehr auf Platz 16.
Dann natürlich mit Frankreich. Der Weltmeister ist natürlich dabei. Italien wird auch mit dabei sein. Italien war letztes Mal nicht bei der WM dabei. Dafür konnten sie sich allerdings auch nicht blamieren, wie Deutschland. Deswegen sind sie auch nur Platz 18. Aber ist einfach noch nicht so schlecht. Großbritannien hätte ich dann noch anzubieten. Großbritannien ist nicht dabei, das erste Kreuz. Welche Nationalmannschaft ist denn bitte Großbritannien? Okay, ja, okay, England. Okay. England ist natürlich dabei. Ist klar. Ja, tut mir leid. Das war das ist halt dumm. Fail. Ja, okay. Irland. Warte mal, ich muss ja mal sehen. Irland ist Boss nicht dabei. Zweites Kreuz. Jetzt musst du 19 richtige Tipps haben. Das ist interessant. Okay, dann gehe ich mit Island. Island ist nicht dabei. Du bist raus. Ach komm, als ob. Alter, warum machst du denn nicht die Safen zuerst? Ja, weil ich die auch brauche. Ich brauche die alle, Christian. Ja, ich brauche die alle. 11 das Punkte ist total egal. Peter, 11 Punkte bei... What the fuck ist hier gerade passiert? 0 Punkte bei Sepp. Also Irland hat... Also ich checke nochmal nach. Irland, Island und Großbritannien stehen bei mir nicht in der Liste drin. Okay. Okay. Also Irland, dann zeig mal die Liste. Soll ich mal weiter sagen? Nee. Okay. Ist raus. Auf Platz 30 haben wir Serbien. Auf Platz 29 den Iran. Hatte ich nicht. Den hatte ich auch nicht. 28 die Ukraine. Hatte ich nicht. Auf Platz 27 die Slowakei. Ich sag, wann ich den ersten hab. Auf Platz 26 Tunesien. Die hatte ich nicht. Die hatte ich. Auf Platz 25 die USA. Hatte ich. Auf Platz 24 Rumänien. Oh, stimmt. Ja, die auch nicht. Auf Platz 23 der Senegal. Auf Platz 22 hatte ich auch nicht. Österreich. Ja, die hatte ich. Auf Platz 21 Peru. Oh, du hättest eigentlich Europa durchgehen können, Peter. Auf Platz 20 Polen. Ja, jetzt kommen wir mit den europäischen Ländern so langsam. Auf Platz 19 Wales. Auf Platz 17 Mexiko. Aha. Auf Platz 15, das schmerzt uns Deutsche vor allem. Niederlande. Echt, die sind einen vor uns, Oranje. Ja. Verdient. Peter. Die sind auch besser. Peter, so echt verdient. Auf Platz 14, Ibrahimovic-Land mit Schweden. Ja. Auf Platz 13, jetzt gehen wir mal nach Südamerika. Da haben wir auch noch ein paar. Chile. Auf Platz 12, Kolumbien. Auf Platz 11, Argentinien. Ja. Auf Platz 10, sehr kleines Land, aber trotzdem sehr, sehr gut, Dänemark. Ja! Alter, wie hoch ist denn bitte die Schweiz oder so? 9, Spanien. Vielleicht sind die auch gar nicht dabei. Auf Platz habe ich irgendwie so gerade. Die Schweiz. Was? Doch. Die sind okay. Vor Spanien? Krass. What the fuck? Das so überrascht mich jetzt auch. Auf Platz 7, Uruguay ist wirklich dabei. Oh, ich war mir nicht. Ja, natürlich, Alter, die haben Suarez. Ja, Uruguay haben wir auch. Die haben super gute Spieler. Ich war mir nicht mal sicher, ob die da, wie weit die gekommen sind. Auf Platz 6, Portugal. Das ist schon bitter als Europameister, nur Sechster zu sein irgendwie. Naja. England, okay. Man hat England gerissen. Ja, gut. Auf Platz 4. Kroatien. Ja. Platz 3. Ups, Brasilien. Brasilien, ja. Und Belgien. Und auf Platz 1 natürlich Belgien. Ich hätte 19 Stück richtig gehabt. Fuck, ey. 15. Oh. Ich bin fast bei Sepp, Alter, mit 15.
Aber also ich hätte auch drei jetzt, falsche. Das ging jetzt erstaunlich schnell. Ich dachte so, okay. Bitter, das tut bitter. Mir natürlich leid, dass ich bei Großbritannien hart sein muss, aber jetzt kann ich ja, sagen. Ja, das ist ja okay, also, das wäre egal okay, gewesen. Also Großbritannien habe ich gibt's als Nationalmannschaft halt einfach nicht. Ist auch richtig. Das wäre eine sickle Nationalmannschaft, by the way, wenn die noch Bale hätten. Ja, Alter, die wäre schon krass. Obwohl, das wäre eigentlich wieso, jetzt könnt Bale. Ihr mir mal ganz kurz erklären, welche warum ist Südkorea nicht... Was? Ne, die sind nicht war so mega krass. Auch mal gut. Weil die nee. Südkorea also die, ist zum Beispiel bei der WM dabei gewesen, war ja. aber nur auf Los Top 4. Die sind gar nicht so gut. Aber die haben gegen Japan natürlich gewonnen. Die asiatischen Länder mich jetzt auch ein bisschen. Begeistern sich zwar irgendwie immer mehr für Fußball, aber die sind halt tatsächlich nicht so gut. Ja. Also Japan du hast halt super stark, ist halt Südamerika und Europa ist natürlich super stark. Ja, Chile und Kolumbien hast du natürlich. Was mich ein bisschen wundert, also da habe ich erst sehr spät dran gedacht, ist zum Beispiel sowas wie Türkei. Also dass der Iran. Hat ja auch Türkei. Dass ja, der, das der Iran noch Kandidat. Vor der Türkei ist und so, das wird denen auch nicht so ganz schmecken. ja. So sieht's halt aktuell aus. Also. Ja, das ist interessant. Aber normalerweise kannst du. Schnell. Also du kannst normalerweise ganz Europa und Südamerika, so dann hast du halt schon mal so den Grundstock. Ich habe dadurch die Führung übrigens übernommen. Haben, genau, bevor wir ins GZ Finale wieder. Gehen, ja, haben wir einen Endpunktestand. Nee, Endpunktestand, Zwischenpunktestand von Sebastian 5 Punkten, Christian 11 Punkten und Peter 16 Punkten trotz einer Fußballfrage. Das ist schon ein bisschen witzig. Ja, Peter hat hochgeboten. Ja, Peter. Ja, also ich hab war echt das denn mitgemacht. War das denn geblufft? Okay. Nein, also ich hatte... Nee, Peter hatte ja 15 oder 16 hast du geblufft. 15 hatte ich, glaube ich, ja. richtig. Okay. Ja. Ich ja, aber wie viel hast du gesagt? Gehofft. Ich war 15 gesagt. Wie viel hattest du denn, Christian? Von denen? Wobei? Von denen, die du bei den Ländern hier. Also aufgeschrieben hatte ich 24 oder 25. Ich hab die jetzt gelöscht. Relativ sicher war ich mir bei 23. Okay. Aber und bei den sicheren war übrigens auch Irland dabei. Also ja. Irland hätte ich tatsächlich auch damit hochgetippt. Wales hätte ich echt nicht da gesehen. Ich weiß nicht, ich war mal bei einem Spiel tatsächlich Deutschland gegen Nordirland, das ist schon ewig her, aber... ja, das ist, glaube ich, das Problem. Die sind nicht mehr so stark. Das ist schon wieder ein bisschen länger her. Ist zugegebenermaßen ist das nicht alles so einfach, aber ja, jetzt bin ich gespannt, wie dann im Finale bei euch aussieht, ja? Wir gehen auf Runde 3 über. Und da hätte ich gerne die Anzahl der Neuzulassungen von Personenkraftwagen in Deutschland im Jahre 2018 nach Marken. Da sehe ich Peter. Also, welche Automarken sind in Deutschland zugelassen worden? Beziehungsweise welche Wagen, Autowagen? Moment, Marken, aber nur die Hauptmarke, ne? Also, wenn wir jetzt mal von Tesla, ja, wäre dann Tesla und nicht Modell X. Ja, genau. Ich will die Hauptmarke haben. Also, weil es halt gibt, ne? Ich bin ja offensichtlich halt, will ich BMW hören. Ja. Oh, jetzt habe ich das verraten. Ja, ist ja gut. Ja, bei 30. Also, ihr habt 5 Minuten Zeit und es geht los. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. So, Sepp. Jetzt muss ich delivern, ey. Jetzt musst du delivern. Jetzt muss ich richtig viele Marken rausholen. 16 Punkte brauchst du mindestens. Aber Auto, da sehe ich dich tatsächlich auch. Ja, da sehe ich mich auch, aber... Da würde ich mich zum Beispiel nicht unbedingt sehen. Da würde ich nicht so gut sein, weil mir nicht so viele einfallen. Toyota. Ich darf nur keine vergessen. 30 Skoda. Stück sind halt auch echt viele. Suzuki... Erstmal kommen wir mit den... Ach, da kommen ja noch die ganzen Superkarren, so Ferraris und so dabei. Die sind natürlich dabei, ne? Also, da werden da ständig welche von angemeldet. Audi, Opel. In Neuzulassung gehe ich mal auch davon aus, dass es da nicht Gebrauchtwagen sind. Ja, denke ich auch. Also 30 ja, Automarken alleine aufzuschreiben, fände ich auch schon gar nicht so ohne. Ich glaube, das wird eher das Problem fast. Ja, kann ja sein. Das ist doch dann umso lustiger dann. Ja, auf jeden Fall. Gucken wir mal, wie da weitergeht. Channel switched. Peter, Autos, da sehe ich dich doch.
Da sehe ich mich auch. Oh, ich hasse nur meine Denkblockaden. Also ich habe auch schon einige aufgeschrieben, aber mir fehlt auf jeden Fall noch was aus Asien, mir fehlt noch was aus Frankreich. Ich habe Sepp gerade nochmal schön Druck gemacht. Okay, das ist gut. Das ist. Du. Vor allen Dingen 30. Mir fallen nicht mal 30 Automarken ein. Das hat Sepp auch gesagt. So, boah, Alter, erstmal 30 Automarken kennen. Ja, da kannst du echt alles reinschreiben. Ich kann mir gut vorstellen, dass selbst Porsche dabei steht. Selbst Porsche? Selbst. Fuck you. Oh Mann, wie heißt denn diese fuck französische Marke? Das gibt's doch nicht. Welche meinst du denn? Ich wüsste zumindest eine, die mir gerade spontan einfällt. Ich meine nicht Peugeot, ich meine noch eine andere. Okay, da weiß ich, welche du meinst. Ja, dann meinst du die. Ich habe zwei gerade im Kopf. Ja. Vielleicht, weil ich sie auch lese. Weil du sie vor dir hast. Weiß ich nicht. Oh, das heißt, glaube ich, gar nicht mal so anders. Oder ich vertue mich gerade komplett. Nimm doch erstmal deine Automarken, die du gefahren bist. Ja, die habe ich schon alle aufgeschrieben. Ich fange immer schon an zu schreiben, wenn du schon erklärst. Ja gut, dann ist ja auch legitim, da sich schon Gedanken drum zu machen, würde ich sagen. Oh, mir ist noch eine gute eingefallen. Nissan hatte ich noch nicht. Bin ich mal gefahren. Bevor ich dann zu BMW umgestiegen bin. 1,50 hast du noch, Peter. Channel switched. So, Automarken. Habe ich zu Sepp und Peter gesagt, da sehe ich euch. Ja, siehst du dich denn da auch? Also bisher habe ich 15 aufgeschrieben, bei denen ich mir eigentlich recht sicher bin. Mit 15, so würdest du auch den Sieg kriegen, wenn du die hin hast. Ja? Also du hast ja... Ja, wenn die anderen nicht mehr... 11 Punkte, ich meine, du hast nicht so viel Druck wie Sepp. Aber du, Peter stimmt. Hat natürlich gerade die beste Ausgangsposition. Eben, also Peter kann halt machen lassen. Ich bin mir halt aber teilweise dann wieder unsicher, wenn es so in die niedrigeren Dinger geht. Weil, also ich meine zum Beispiel, Dacia macht ja zum Beispiel auch Fernsehwerbung hier in Deutschland und so weiter. Aber sind die halt noch bei den 30? Eigentlich müsste ich schnell hinkriegen, 30 Automarken hinzuschreiben und dann auszusortieren, weißt du? Das wäre halt. Ich weiß nicht mal, ob ich 30 Automarken hinkriege. Ja. Auf die Schnelle. Sepp und Peter sagten mir dasselbe. So, okay, wir kriegen nicht mal 30 Automarken hin, vernünftig. Tja. Zählt Mini unter BMW? Weiß ich nicht. Also, weiß ich schon, aber. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Okay. Ich bleib mal bei 20. Also ich versuche mal 21 aufzuschreiben. Ich glaube, wenn ich dann 20 sag, das werde ich dann machen müssen. Kann gut sein. Kann gut sein. Ich schreib Mini einfach mal. Weißt du, ob Peter machen lässt oder ob er sich das nicht einfach nur. Bisher wäre es eigentlich clever machen zu lassen, weil, okay. Also es gab 100% Versagen. Also. Ja, gut. Weil man sich immer überpaced. Genau, ne? weil du dir sicher bist und dann. Schalt schon smart. Oh, ist smart eine eigene Marke? Was? Ist smart eine eigene Marke? Schreib smart. Das kann ich dir genauso wenig sagen, aber die Zeit ist um, deswegen ziehe ich euch mir wieder alle hoch. Channel switched. User was moved to your channel. User was moved to 5 minutes are over. Okay. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Peter. Your first tip is what? 10. 10. Ja, können wir die Punkte mal eben nachtragen? Das wäre ganz geil. Natürlich. Ich brauche mindestens 12 Punkte. Dann gehe ich doch mit 12. Smart. Ja, die müssen halt auch alle in der Liste sein, wa? Ja, die müssen auch alle in der Liste sein. Anzahl der Ja, das war bisher ein Problem. Ja, bisher ist 100%ig versagt worden. Genau. Im Jahre 2018. Also letztes Jahr. Also gerade das mit den Fußballdingern, das hat mich ein bisschen gedämpft. Kann ich auch verstehen.
dass man bei 20 Tipps nach dem 6. raus ist. Aber gut, du hast halt... Ja gut, ich musste halt alle richtig haben. Ja, du hast ja noch nicht die offensichtlichen genommen, das ist ja schon klar. So, Moment, wie viel war es letzt? 12? Ja, 12 von selbst. 12. Ja, 13. Peter. Ich sortiere gerade die Liste. Wenn ich jetzt 14 sage und versage, gewinnt Christian. Yes. Das ist richtig. Das heißt, du musst delivern oder du chillst. Was möchtest du? Möchtest du selber was leisten und gewinnen oder möchtest du chillen und gewinnen? Hör auf, die Leute da rein zu baiten, dazu machen. Was? Hey, ich bait dir gar nichts, ich mach nur und selbst sagt dann 15 und gewinnt dann und richtig sagt. Okay, pass auf, 14. Also ja, ich habe auf jeden Fall, wenn ich also der alle den gewinnen. Strich kriegt und genau recht hat, der hat gewonnen. Genau. Also derjenige, genau, wenn du halt die Liste machst und richtig bist, dann gewinnst du also. Ja. Genau. 14. So, darum geht's gerade. Du musst halt nur darauf achten, dass Sepp nicht. Ne, was ist das? 24 müsstest du sagen, ne? Dann würde genau, Sepp also bei 24, dann könnte ich noch Sepp Peter bowlen. Genau, Peter bowlen. Aber. Ja. Okay, Peter, was hast du gesagt? Entschuldigung. Ich hatte so, 14 gesagt. 14, okay, Sepp. Ich gehe mit 15, komm. Okay. Christian. 15. Sind geboten. Christian ist halt die genaue Mitte, ne? Der muss eigentlich nehmen. 17? 17 ist ja schon viel. Ja. Schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ich bin raus. Peter ist raus! Scheiße. Mit 17. Okay, Sepp. Sepp muss 18 machen. Wollte Peter in die 18 treiben. Also es bringt dir nichts jetzt zu chillen, theoretisch, aber... Ich hab also jetzt mit 19 aufgeschrieben, das hätte nicht funktioniert mit 18. Du könntest Platz 2 auf jeden Fall noch erlangen, wenn Christian versagt. Das reicht mir aber nicht, ich will eigentlich gewinnen. Ja gut, dann musst du 18 sagen. Also ich hab hier auch ganz schön viele stehen. Und nicht mal irgendwelche Edelmarken wie Ferrari, aber... Der Ferrari! Größte Neuanmeldung. Warte mal, wie viel hat Christian gesagt? 17. 17. Ja, ich geh mal mit 18. Komm. Christian, um zu gewinnen. Ja, eben, also bringt mir nichts, sagen. Einfach nichts boah, zu tun, weil wenn ich nichts tue, gewinnt Peter. Ja, das ist richtig, so, dann, Peter, weißt du, oder Sepp. Das heißt, bringt mir nichts. Oder das gewinnt Sepp. Das heißt, ich muss 18 sagen. Nee. Naja, Sepp könnte 19. Sagen. 19. Ja, doch, 19. Ja, 19 sagen. Oder wie, ja, 19. Du hast 18 gesagt. Bist ja gleich bei 24. Nee, du hast 18 gesagt. 19. Also, du hast 19 gesagt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ich habe hier 20 stehen, von denen ich mir halbwegs sicher bin. Ja, mir bringt es halt auch nichts. Also Peter hat halt einen easy Job da. Der kann einfach sich zurücklehnen und hoffen, dass wir uns überbieten und verkacken. Ich sag 20. 21. Der Pain ist real einfach nur. Das ist der Shit. I love it. 21 okay, das, sind geboten. Das ist jetzt. Christian, kannst du nicht einfach mal aufhören? Du willst einfach nur hier rumtrollen, ne? Keine Ahnung. Ich glaube, ja, ihr sitzt beide im selben Boot. Ja, also, wer gewinnen will, muss den Stich holen. Das ist halt vielleicht kriegt er mehr als 6 Automarken hin, wenn er so hoch ist. Also, ich hab hier insgesamt habe ich hier 23 Marken stehen. Gerade war das ja, immer mehr. Aber bei 3 bin ich mir sehr unsicher, ob die überhaupt da richtig auftauchen, weil das so schon nischigere Marken sind. Boah. 21 von Christian geboten, 22. Also auf 21 hätte ich mich ja vielleicht noch einschießen können. Der eine, den ich da hab, der ist bestimmt dabei. Aber die anderen beiden nicht. Also nee, ich bin raus. Alles klar. Ich bin raus. Christian, auch wenn ich damit nicht mehr gewinne. Mit 21. Aber Scheiße.
Christian, also 20 hätte ich versucht, Christian, aber 21. Ihr euch immer hochbietet. Ja, ich habe bei 17 schon gedacht, so, das reicht, um die da rauszudrücken. Aber da hätte ich schon geschwommen. Cool. Ja, 21 Stück, dann schieß mal los. Wie soll ich das denn jetzt machen? Soll ich mit den Unsicheren anfangen, mir eventuell direkt die Kreuze einheimsen, damit das schnell vorbei ist? Oder soll ich erstmal die durchgehen? Mach halt, wie du möchtest. Okay, dann fangen wir an. Volkswagen. Volkswagen, ja, ist natürlich die Nummer 1. Absolut. Platz 1. Wie hab ich das denn geschrieben? Ford. Ford! Schon. Jetzt fangen die. Das muss dabei sein. Oberes Mittelfeld. Lass mich doch so, ganz ruhig, 6. Ja. Ford ist auf Platz 5. Alles cool. Ich wollte nur überlegen, ob ich dazu was sage oder ob ich mich geschlossen habe. Warte mal, ich muss die mal eben aus meiner Liste dann streichen. VW hatte ich, Ford hatte ich. Ja, machen wir den Rest. BMW. BMW ist dabei. Platz 3. Audi. Das ist mir ganz zum Schluss erst eingefallen, Audi. Das oh, echt? Witz, ganz zum Schluss, da dachte ich auch so, boah, bin ich ein Vollidiot. Aber dann, Audi dann muss ich an Rallye-Sport denken, da ist mir das eingefallen. 4. Mercedes. So, da wollte ich nämlich sagen, Ford ist das erste Automobil, was nicht deutsch ist. Aber da wollte ich das natürlich nicht sagen, weil dann ist ja danach, regt sich einer auf. So, die Top 5 haben wir. Peugeot. Automobil. Nee, Le Automobil oder so heißt das. Mhm. Ist auf Platz 14. Toyota. Ist auf Platz 11. Nissan. Bin ich auch selber gefahren. Ist auf Platz 20. Hat Jay auch schon erzählt, dass er selber gefahren ist. Ja, aber die anderen haben es ja noch nicht gehört. Echt? Welchen denn? Almera. In Jamaika. Der hatte eine wunderschöne Farbe. Ah ja, richtig schön. Der war das richtig ist doch schön. Grün. Nein, das ist Jamaika gelb. Seat. Popel war das. Seat. Habe ich auch aufgeschrieben, Peter. Was ist das? Schweden, oder? Spanien. Ach, ist das Spanien? Oh. Seat ist Spanien. Kenne ich mich aus, wenn ich schon bei Autos. Ich habe Seat vergessen, ernsthaft. Holy shit. Oh. Der ist sogar aber noch vielleicht ist Seat ja auch gar nicht dabei. Doch, Mittelfeld. Okay, Seat ist auf Platz 9. Ja. Bitte. 12, wenn ich das richtig sehe, ne? Das heißt, du hast jetzt 9 Stück. 12 brauchst du doch. Du hast aber noch kein Kreuz. Opel. Da sind ja mal ein paar große noch dabei. Ich habe mir letztens mal diesen ganzen Scheiß durchgelesen zwischen Opel und Vauxhall, weil ich da mal sehr verwirrt war. Und ja. Dann nicht die gleiche Firma und die haben die heißen die auch das Vauxhall in England. Ja, wer da wen gekauft. Woanders. Ja, aber das ist quasi, wer wen gekauft hat. Und Vauxhall hat mal eine Zeit lang quasi die gleichen Autos produziert mit den gleichen Marken. Aber halt, ne, das war trotzdem, ist das nicht Opel? Ach, ernsthaft? Also so vom. Also das ist ganz seltsam gewesen, weil ich dachte immer, okay, in Deutschland heißt das Opel, aber im Rest der Welt heißt das Vauxhall, weil Opel sich halt scheiße anhört oder so. Ja, aber das war dachte ich ganz auch. Anders. Die haben irgendwann einfach aufgehört, selber Autos zu bauen. Ah, ich weiß sogar, dass Opel Schmopel, glaube ich, in Bochum oder so einen Werk hat. Bochum! Da, wo ja, die das war ja ein Riesenthema. Ja, richtig. Ja. Ist auf Platz 6. 11. Oh, ja. Opel auf 6 ist stark. Da noch so stehen? Skoda. Hab ich auch vergessen. Das sollte das auch Schwedisch? Dabei sein. Ja, das ist nordisch. Ach so. Das ist Tschechisch. Skoda ist Tschechisch. Ja. Ich hab keine Ahnung. Okay. Ja, gut. Skoda ist. Ja, Hauptsache fängt mit S an. Ne? Deswegen ist es Schwedisch. Skoda ist auf Platz 7. Ich dachte mal, das wäre nordisch. Nordisch ist auf jeden Fall Volvo. Ja, die habe ich auch vergessen. S. Ich war richtig scheiße. Oh, Peter, was ist denn da los? Fängt mit S an, ne? Ist ja ganz klar eine schwedische Marke. Nein, aber Volvo ist schwedisch und auf Platz 21. Halt so, ja, genau, ist schon nicht so häufig. Aber mein Bruder fährt ein Volvo. Bubbel von mir auch. Die sind auch echt moderner geworden. Ja, genau. Ja, Opel auch. Mazda. Mit dem Adam und so, deswegen sind die, glaube ich, auf 6. Mazda. Ist das Spanisch? Nee, das ist asiatisch. Ach so, ah ja, stimmt. Das ist asiatisch.
Mazda ist genau auf Platz 15. Ich sollte mich geschlossen halten. Ich blamier mich hier noch mehr als alles andere, ey. Oh Gott, gleich geht los mit den Wackelkandidaten, aber. Hey, 8 Stück hast du noch. Noch ist die Chris-Maschine nicht gestoppt. Fiat. Fehler in allen Teilen. Dürfte aber kein Wackelkandidat auf Platz sein. Nee, da sind wir noch nicht. 12. Mittelfeld. Das war wirklich. meine Brüder hatten damals ein Fiat, glaube ich, Punto oder sowas, beide jeweils. Bei dem einen ist halt die Verstoßstange einfach abgefallen. Einfach so. Und dann war er so sauer. Dann war er so sauer, hat gegen das Auto getreten oder sowas. Und dabei ist dann irgendwie noch ist so eine offene Alpina Weißfarbe im Kofferraum umgefallen. Oh, da war überall Farbe im Kofferraum bei ihm. Wie kann man denn so krass gegen ein Auto treten, dass im Kofferraum was umfällt? So witzig, er war einfach so sauer und hat dann wegen der Stoßstange dann das Ding umgeworfen. Oh, es war Gott, so witzig. So witzig. Ja, so eher bei so einem, weißt du, so was relativ umkämpft ist, ist halt so der Markt zwischen so Dacia. Jo. 7 Stück. Machen viel Werbung im Dacia im Fernsehen. Macht einen schönen Wagen. Sandero, natürlich. Ja, genau. Wen? Dacia Sandero. Mir sagt nicht mal Dacia. Die machen mit Mehmet Scholl machen die doch Werbung. Ja, das Dacia hat so einen komischen, weißt du, diese Lieferantenkarren. Die so hoch sind. Ja, und dann auch so hässlich vorne sind. Das ist das Einzige, was mich an Dacia erinnert. Das war's. Nee, dann ist das nicht der Fiat Panda gewesen? Ja, so ähnlich sieht der doch aus, die Dacia. Keine Ahnung, irgendwie Dacia. Weiß nicht. Aber du sagst Dacia sieht oder? Doch relativ was ist dein normal Tipp? Aus. Ja. Wo kommt die her? Ist das Südkorea oder sowas? Nee, Asien. Das ist auch. Ist Dacia nicht. Ich google das mal. Dacia kommt. Ich dachte, die wären eher so südosteuropäisch. Aber dann Automobile bei Dacia. Rumänien. Was? Natürlich. Oh ja, stimmt. Dacia ist auf Platz. Okay, 13. Asiatisch. Sind die nicht auch damals nach Rumänien gefahren mit Top Gear oder so? Ja, das keine kann Ahnung. Gut sein. Kann sein. So, Hyundai. Dürften auch Mittelfeld noch sein, oder? Das ist aber Südkorea, oder? Ja. Das müsste hinkommen, ja. Geil! Ist auf Platz 10. Was? 5 okay, es noch. Gibt mehr Hyundai als Toyota. Ja, Hyundai ist ganz gut dabei. Hyundai ist Südkorea. Ich habe nochmal sicherheitshalber nachgeguckt. Ich habe auch gerade nochmal nachgeguckt. Was ich noch habe, ist Kia. Kia. Ja, mache ich mich zumindest immer besonders gerne drüber lustig, über Kia. Und ja. Kia ist auf Platz 16. So, dann 4 Stück hoffe, noch dabei von deinem ist. Sieg entfernt. Du hast natürlich einen Fehler. Das ist echt krass. Die habe ich auch noch alle gehabt. Ich bin noch nicht bei den Klammern angekommen. Ja. Wo ich mir zum Beispiel noch nicht mehr ganz so sicher bin, aber was eigentlich dabei sein noch müsste, ist Citroën. Oder Citroën. Das ist die Marke, die Peter fehlte. Nope, ist sie nicht, aber die ist mir auch noch eingefallen. Leute! Ich meinte echt noch eine andere. Alles klar. Citroën ist auf Platz 17. Damit fehlen dir noch 3. Ja, der fehlt noch. Welche nehme ich denn jetzt? 1, 2, 3. Also ich bin mal ehrlich, ich habe noch 5 hier stehen. Warte mal. Also dir fehlt auf jeden Fall noch. Dann nimm mal bitte die 2 falschen, falls es die gibt. Die 8 ist halt der, behindert. Also die 8 wird mich halt sehr ärgern, weil da bin ich nicht drauf gekommen. Ich gehe mal mit. Der. Honda. Oh. Honda! Oh, die habe ich ja das gar nicht. Das wird nicht die 8 sein, aber ich hoffe, die sind halt noch irgendwo da unten dabei. Wäre, glaube ich, in den USA auf Platz 1. Nee, da ist Toyota. Ach so, okay. 2. Honda. Honda habe ich schon lange nicht mehr so viele gesehen, also. Das erste. Civic haben die da mal Kreuz. Ja, nicht. Aber der ist für Christian, nicht mehr Platz so 25. Yes. Nicht mehr so weit verbreitet. Wir fehlen nur noch 2 zu deinem Sieg. Komm, stark. Mach da das Flawless durch ohne Fehler oder nicht, ist die Frage. Ach komm. Ich weiß halt nicht, ob es eine eigene Marke ist. Jay hat mich drauf gebracht, weil er am Ende meinte, das ist natürlich smart. Habe ich aber auch hier stehen. Deswegen, also ich gehe mit smart. Die habe ich nicht. Da gibt es doch auch laufend neue Modelle von. Es gibt auch den Roadster. Aber in Deutschland ist das smart.
Ja, Smart. Der Smart. Smart zählt natürlich als Automarke. Mhm. Ist auch dabei auf Platz 22. Lol. Nice. Das heißt, eine Marke und du darfst noch zweimal falsch liegen, um ultimativ Peter, hier abzuräumen und zu gewinnen. Aber ich habe jetzt noch drei hier stehen. Verdient. Wen hast du denn? Ich kann mal sagen, was ich hier noch stehen habe. Ja, ich habe hier noch stehen Mini, Alfa Romeo und Suzuki. Und da Smart gerade dabei war und der auch recht verbreitet ist, bin ich da beim Mini. Mach mal. Mini. Hört zu BMW. Mhm. Und ist eine eigene. Und ist eine eigene Marke natürlich. So wie Dacia zu Renault gehört. Ach, das wusste ich gar nicht. Ich weiß. Aber herzlichen Glückwunsch. Weil ich würde ja nicht Renault sagen, wenn du nicht. Ich wollte auch gerade sagen, Renault habe ich nämlich auch noch hier viel. Herzlichen fucking Glückwunsch! Du hast gewonnen! Glückwunsch! Nice! Ist Alfa Romeo Mini auch ist dabei? Auch die Platz bauen sehr 19. Schöne Autos. Ja, Alfa Romeo ist natürlich dabei. Was? Platz 3 und Renault wäre die Arme gewesen, ne? Suzuki ist natürlich auch dabei. Du hättest nehmen können, was du willst. Du hast einfach da, du hast schon aufgeschrieben, einfach oh, die alle richtig. Und Renault Alfa wäre Romeo die 8 ist gewesen, nur Platz 3, ja. Wobei die sind sehr teuer, die Autos. Ja, Renault wäre auf Platz 8 gelandet. Nee, das war das, was mir fehlte, Jay. Renault. Klingt doch auch wie Peugeot. Ja, okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Aber okay. Alfa Romeo, also so der Giulietta oder so, der ist da super klein. Ja, die sind, glaube ich, relativ teuer. Ja, und total eine unreliable. Marke, die auch aber meine schön. Mutter mal gefahren ist. Auf Platz 18, Mitsubishi. Den hatte ich auch noch. Oh. Auf Platz ja, 24, die einzige Edelmarke. Nee, zwei Edelmarken gibt's. Jeep? 24 nee, ist Jaguar? Porsche. Ja, wir sind in Deutschland. Oh. Ja, Porsche habe ich auch aufgeschrieben. Auf Platz 26. Geil, Porsche habe ich völlig vergessen. Der Land Rover. Oder Land Rover generell. Den hatte ich auch noch. Platz 27, Jeep. Auf Platz 28, Jaguar. Ach, guck mal. Die ich auch als Edelmarke mal stehen würde. Ja, bei den etwas teureren habe ich mir gedacht, ob da der Absatz groß genug ist. Oh. Und ich glaube, last but not least ist es wieder Schweden. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Ich sage einfach, weil mit S anfängt Subaru. Oh, nee. Ich habe keine Ahnung. Subaru ist auch wieder asiatisch, oder? Asiatisch. Okay, keine Ahnung. Ist auch egal. 21 fucking Points für Christian. Damit hat er 32 Punkte. Und damit, wer bietet mehr das Triple Threat Match gewonnen? Krasse Leistung. Platz 2 geht an Peter mit 16 Punkten, der nichts getan hat und Sepp hat wenigstens versucht und ist aber trotzdem. Ey, das ist wie gesagt, ne? Ich finde es schon besser, das zumindest zu versuchen. Also selbst wenn ich verkackt hätte, hätte ich ein besseres Gefühl gehabt, als er von uns. Sehr, sehr spannende Runde tatsächlich. Ich fand das gar nicht so schlecht mit dem Triple Threat, um ehrlich zu sein. Ja. Naja, ist das mit dem Punkt, also musste ich reinbieten ja auch. Also Christian und ich mussten halt auch all in gehen. Das könnte lustig sein. Und dadurch hatten wir dann aber auch echt eine spannende Runde mit 21 Tipps und einmal 23. Ja, das war schon nicht schlecht. Das war auf jeden Fall wieder eine Folge, wer bietet mehr? Lasst mal Feedback da, ob euch das mehr gefällt, sowas zu dritt zu machen oder dann doch eher in Zweierkonstellationen oder so. Vielen Dank fürs Zusehen auf jeden Fall. Haut rein und bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.